Hallo miteinander und willkommen zurück zu Colony Ship mit Torren Gant. Wir machen weiter, versuchen jetzt noch mit den anderen Jungs hier zu verhandeln. Wir zeigen dir den Badge. Bringt ihn zu Damon. Er kann sicherlich etwas Unterhaltung gebrauchen. Okay, wir folgen ihm. Damon ist der Typ hier, ha? Huh? Eine Message von Thomas Stanton, ha? Huh? Was kann das wohl sein, ha? Huh? Ein bleichluckender Mann, bleichluckender, bleich aussehender Mann. In seinen 40ern steht vor uns. Das muss Demore sein. Ja, scheint so, als hätten wir endlich seine Aufmerksamkeit, hä? Huh? Dieser rattige Bastard stellt sich einfach hier in unserem Territorium auf, pumpt unsere Geschäfte an und wir kriegen nichts davon. Zumindest dachte er, dass das passieren würde. Er schaut zu den zwei Leuten an seiner Seite. Okay, ein krass bewaffneter Dude, der wie ein Ogre aussieht. Okay. Und einer mit einem sehr dünnen Gesicht und hin und her zuckenden Augen. Das Aussehen des großen Mannes ist völlig emotionslos. Wie so eine Art schlafendes Biest. Das ist einfach nur irgendwie eine Maske, man weiß es nicht. Ja, das Gesicht des Wiesels ist ganz anders. Er befolgt und beobachtet alles in seiner Umgebung. Ja, wahrscheinlich ein Handgun-Fighter, also jemand mit einem Pistoliero, der denkt, dass er schneller ist als alle anderen. Ja, man braucht ihn. Alle anderen sollen sich vor ihm fürchten. Eine Philosophie, ja, so einfach wie der Mann selbst, okay. Is there a provoked mod to get thrown in prison? Okay, wir könnten ihn provozieren, damit wir ins Gefängnis geworfen werden. Stanton schickt mich. Will Frieden. Natürlich will er Frieden. Und Dumont lacht. Ja, so wie ein Mann, der in den Brunnen gefallen ist, eine warme Decke haben möchte und ein warmes Feuer. Ja, er ist zu spät dafür. Sag ihm, dass er jetzt für mich arbeitet. Das ist meine erste Offerte und die einzige, die ich ihm machen werde. Ist das klar? Okay, das Wiesel wird ein bisschen nervös. Der Ogre bleibt still. Okay, anscheinend sind die nicht so scharf drauf, dass jemand wie Stanton die Familie hier joint. Stanton ist kein einfacher Fußsoldat. Wenn du ihn und seine Leute übernehmen willst, dann wirst du ihn zum Partner machen müssen. Ja, deswegen hat er dich also geschickt, sagte Mao mit einem breiten Lächeln. Ich habe bereits einen Partner. Er zeigt mit dem Finger nach oben. Aber ich könnte Stanton zu einem meiner Captains machen, wer weiß. Derzeit könnt ihr sogar meine zweite Hand werden, wenn er sich selbst als fähig und loyal erweist. Ja, genießt unser Palaver so sehr, dass er die zwei Typen, die neben ihm stehen, völlig vergisst. Okay, dem Ogre geht's gut, aber der andere Kollege, der dreht fast durch hier. Ja, okay. Sag, was immer du willst, aber Stanton braucht ein paar Versicherungen. Was für Versicherungen, hä? Fragte Mo. Tatsächlich überrascht. Ja, wenn Stanton sich unterwirft, dann werden alle Probleme vergessen. Was sollten wir sonst machen? Wie wär's mit einer Geisel? Ich meine, ein Arbeitsaustauschprogramm oder sowas. Stanton schickt dir seine zweite Hand und du schickst ihm einen von deinen Leuten. Ja, und wir gestikulieren zum Ogre und zum Wiesel. Ja, klar, das hört sich gut an, sagt Nimmer nach einer kurzen Pause. Das bedeutet, dass wir das Blutvergießen vermeiden können, Rix. Er schaut zum Wiesel. Ja,
Wie wär's, wenn du ein paar neue Freunde kennenlernst? Was? Das Wiesel ist völlig überrascht. Du willst mich darüber schicken? Ja, wen denn sonst? Dummer fragt, verärgert. Offensichtlich hat der Ogre hier speziellen Status. Ja, lass uns ihn ein bisschen mit einem, hier werden. Ah, okay. Ja, mal gucken, was passiert, wenn wir den Ogre ein bisschen ärgern. Streetwise. Ja, wenn nicht die Leute haben, die du nicht haben willst, hier. Der Typ sieht aus, als würde er gleich umkippen und kriegt nichts auf die Reihe. Wie wär's mit dem da? Wir zeigen auf den Ogre. Success. Sehr gut. Party Gains Experience, meine Güte. Der Ogre. Der Ogre kichert ein wenig. Ja, Demons dünnes Wieseltyp ist schneller. Schneller als jeder, den wir bisher gesehen haben. Die Pistole scheint quasi in seine Hand zu springen. Und er feuert so schnell. Und in alle Richtungen. Allerdings hat der Ogre ein Distortion-Feld, das ihn schützen kann. Zumindest schafft er es, drei Schüsse abzuwehren. Aber es ist zu spät. Ja, die ersten zwei Schüsse erwischen ihn mitten in die Brust. Der Enforcer, also der Ogre, schaut an sich herunter. Und bedachte die zwei kleinen Löcher in seiner Panzerung. Dann rennt er los. Ja, das Wiesel schafft es noch, ein weiteres Magazin in den Ogre reinzuhämmern. Allerdings schafft er es trotzdem, das Wiesel an der Gurgel zu packen und ihn am Hals zu packen und ihn hochzuheben. Ja, und die andere Hand geht zu der abgeschnittenen Shotgun. Nein, schreit Demon, aber es ist zu spät. Die Shotgun geht los. Und ja, das Wiesel wurde einen Kopf kürzer gemacht. Und sein kopfloser Körper fällt zu Boden. Ja, der Ogre lebt zwar noch, aber er wird so schnell nicht mehr kämpfen können. Die Keeper greifen an. Alle Leute zu den Waffen. Ja, ich werde mich später um euch kümmern. Der Mauer schaut uns auf mit seinen kleinen Schweineäuglein. Voller Hass. Sperrt sie ein. So, wir lassen sie uns natürlich ins Gefängnis nehmen. Wir werden ja nicht lange hier bleiben. So, wir sind jetzt im Gefängnis. So, wir warten und gucken, was passiert. Ich meine, wir haben jetzt die zwei besten Leute da ausgeschaltet, ne? Ah, da seid ihr ja, sagt Stanton grinsend. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber sie haben gekämpft wie neue Rekruten. Und den Mord sie selbst angeführt. Aber er hat mehr Schaden angerichtet, als gute Befehle zu geben. Denkt Stanton. Naja, auf jeden Fall ist die Sache jetzt gelaufen. Wir haben nicht mal Detroits Hilfe gebraucht. Und wenn man über ihn spricht, wo zur Hölle ist der Bastard überhaupt? Er sagte, er werde hier. Naja, ist egal. Wir werden uns um ihn als nächstes kümmern. Wenn er denkt. Ja, Stantons wütende Rede ist unterbrochen durch einen verwundeten Nachrichtenüberbringer. Bartholomew hat Fort Stanton erobert, sagt der Mann und schnappt nach Luft. Er hat uns in dem Moment angegriffen, als ihr gegangen seid. Ah. Okay, das ist nicht gut. Schauen uns da drüben um. Die Brücke ist weg. Bartholomew steht an der Ecke des Gebäudes, während seine Männer sich auf den Mauern verschanzen. Wir können sein Glitzern von hier aus sehen. Gut zu sehen, dass du gewonnen hast, Thomas, sagt er zu Stanton über die Lücke oder die rüberspäht. Wie gefällt dir deine neue Festung? Ja, dafür wird er bezahlen, sagt Stanton. Ja, das ist aber leichter gesagt als getan, jetzt wo Bartholomew die einzige Strecke quasi kontrolliert, wo man den Leuten was abknüpfen kann. Wir gehen zurück zu Stronghold. Okay, wir haben einen Besucher. Sagt einer der Keeper. Und deutet auf einen Mann in einem Trenchcoat, der in der Mitte
des Rufes hier steht. Außenhabitat. Okay. Garage. Du musst Thomas Stanton sein, sagt der Mann, während er auf uns zukommt. Seine Stimme ist kratzig und äußerst männlich. Ja, genau. Nennt mich Garrett. Vielleicht ein Dieb, man weiß es nicht. Es gibt Gerüchte, die besagen, dass Bill Garrett seine erste Lektion über die Natur des Menschen erhalten hat, als er 14 Jahre alt war. Und richtig verarscht wurde, was ihn jeden Credit gekostet hat, den er besessen hatte. Okay, nach dieser Sache hat er gelernt, etwas mehr aufzupassen. Okay. Ja, jeder Mann ist ein übler Halunke. Und jeder wird sich hier aufs Kreuz legen. Die Frauen sind nicht besser, sie riechen nur besser, steht da. Okay. Okay, lieber die Klappe halten, aber das Schießen zunächst machen. So hält man die Situation unter Kontrolle. Alles klar, das ist sein Motto hier. Okay, wir hatten ein Arrangement mit Dumont, sagt Garrett. Da ihr seine Operation übernommen habt, ist unser Arrangement jetzt mit euch hier geltend. Wartet auf Stanton. Welches Arrangement? Fragt Stanton. Ja. Und jetzt dann arbeitet ihr für die Bruderschaft, sagt Garrett. Ihr könnt ja oder Operations oder euer Zeug hier machen, wie ihr wollt. Aber wenn Garrett ruft, dann müssen wir angerannt kommen. Ja, oder muss Stanton angerannt kommen. Ist das verständlich, meint er zu Stanton. Und was ich, wenn ich mich weigere, fragt Stanton. Und er seine Wut kaum in sich halten kann. Ah, Garrett schluchzt. Ja. Ja, wie lange würde das denn aushalten, wenn die Brotherhood euch angreifen würde? 10 Minuten? 15 vielleicht? Also wieso dumme Fragen stellen? Wir hören voneinander, Stanton. Wenn ihr auf der Mons-Seite wart, wieso habt ihr nicht geholfen? Das ist ja kein Ponyhof hier, sagt Garrett. Wenn Dumont sich um Stanton kümmern konnte, was sollte er uns dann nutzen? Okay. Verdammte Bastarde, sagt Stanton müde. Was machen wir jetzt? Ich denke, das Arrangement könnte in beide Richtungen funktionieren. Wenn die Bruderschaft was braucht, dann sorge dafür, dass sie dich dafür bezahlen. In Waffen, Versorgungsgütern und Mannstärke. Stanton nickt. In seinen Gedanken verloren. Okay. So, damit können wir ins Habitat gehen. Das ist jetzt quasi die neueste Edition. Das kam im Juni raus. Tja, vor der Meuterei waren die Dächer des Habitats. Der vier Megastrukturen, die hier standen. Vergnügungsparks. Hier konnten die Leute vom gesamten Schiff so ein bisschen die Erfahrungen der verlorenen Erde quasi nachvollziehen. Da gab es echtes Gras und so, wurde hier ausgelegt aus den Hydrophonics und sogar echter Proxima-Sand. Echte Bäume wurden hier aufgestellt und man konnte sich auf gigantischen Screens den Sonnenuntergang angucken. Ja, der Kater was umgeschmissen. Immer hat man sich erzählt, dass der Sonnenuntergang wie der echte sein sollte. Ja, dieser Tage sieht es aber ganz, ganz anders aus. Auf den Dächern stehen bewaffnete Wachen auf befestigten Plattformen. Ja, die großen Screens auf der Oberseite sind schon lange dunkel. Eine luxuriöse Vergeudung der Vergangenheit. Ja, sozusagen, ja. Ja, das Glas ist mittlerweile auch verschwunden natürlich und alles ist ersetzt durch Checkpoints und irgendwelche Wachtürme und Feinden auf allen Seiten. Ja, da ist natürlich mit Feinden auf allen Seiten ist, günstige oder billige Unterhaltung nur eine sinnlose Ablenkung.
von der Totalität. Also das haben sie gemacht, ja? Haben sie damals, also auf der Erde, haben ihren Parks gespielt und so weiter, sagt Evans. Was sollten sie sonst machen? Ist ja nicht so, als hätten sie das Boot hier schneller rudern können. Und jetzt haben die Proxima-Sets gefallen, als er vor ein paar Jahren hier war. Natürlich, ja, Bug-Eyed-Locals, also Aliens mit irgendwelchen komischen Insektenaugen, haben Transche Kolonisten willkommen geheißen. Insektenaugen? Sehen die wirklich so aus? Wer weiß. Ich denke kaum, dass diejenigen, die diese Parks hier betrieben haben, ja, dass es denen ja nicht völlig egal war. Ich wette, die wären echt froh, sein, uns zu sehen. Ja, aber warum auch nicht? Wenn wir dort ankommen, werden wir sehr viel stabsmäßiger sein als die Bewohner. Ja, die sind ja technologisch hinter uns, glaube ich, soweit. So war das ja damals in der Anfangsgeschichte. Okay, das Habitat, hm? Es sieht schon ein bisschen sauberer aus als der, das den wir bisher so gesehen haben. Das mal echt mal sagen, ne? Okay. Jetzt noch wüsste, wieso wir ja eigentlich sind, ne? Nur weitere Security Checkpoints. Hier sind ja vier Gebäude, hieß es. Versuchen wir mal hier reinzukommen oder fragen wir ihn mal, was das hier ist. Was ist der Grund deines Besuchs? Fragt die gelangweilte Wache. Ich suche Arbeit. Wenn du meinst, Arbeit mit der Waffe, dann gibt es hier eine ganze Menge. Nix, die Wache. Wir werden das Schiff nicht durch irgendwelche Reden befreien. Das ist mir sicher. Plant hier eine neue Offensive oder was? Plan ist alles, was sie heutzutage hier machen. Wir sollten weniger planen und mehr kämpfen. Wenn du weißt, was ich meine, sagt der Wächter. Okay. Dann gehen wir mal ins Habitat. Also wir stehen auf der, ja, auf dem Dach oder oben auf einem neunstöckigen Gebäude, ein Apartmentkomplex und betrachten den Administrationsdistrikt der Bruderschaft. Ein massives, eine massive blockige Festung. Ja, die so aussieht, als könnte sie eine zehnjährige Belagerung statthalten. Hier eine ganze Menge komische Sachen hier, die Befragung der Sklaven vorher sagen, alles klar. Also irgendwelche Propaganda-Werbetafeln sozusagen. Wow. Sind wir von da hochgekommen, ja, ne? Ah, kann ich das da runterzoomen? Nein, nicht ganz. Wow. So, okay, Elevator. Mal direkt wieder runter, offensichtlich. Tja. Sagt, wieso genau sind wir hier nochmal? Mission Board the Machine. Should be Archive von den Towers, they might know what it is. Okay. Hier ist doch aber gar nichts. Oder muss ich hier echt runterfahren wieder? Das ist das Einzige, wo ich hingehen kann. Aber wir sind ja da rausgekommen gerade. Das ist sehr verwirrend alles. Aber jetzt sind wir, glaube ich, wirklich drin. Okay. Ein Monument für die Helden der Meuterei.
der Name, leicht glühende Name, laden zum Anfassen an. Gebe ihr Bedouin einen zufälligen Namen. Juno-Techniker Gladys Need hat eine schwere Entscheidung während ihrer letzten Schicht in der Fabrik getroffen, auf Linie 5. Als einer der Mitglieder ihrer Zelle gefangen genommen wurde, wusste Gladys, dass es nicht lange dauern würde, bis einige Leute der Schiffsautorität ihre Tür antreten würden. Sie hat darüber nachgedacht, wegzurennen. Aber es gab keinen Ort, wo sie hätte wegrennen können. Sie würden sie überall finden. Sie konnte und wollte ihr Schicksal mit Würde ertragen, aber einfach ihr Leben zu verlieren, ohne den bösen Leuten irgendwas zu verraten. Oder sie könnte sich natürlich wehren und gegen die Tyrannie vorgehen. Sie würde nicht so lange überleben, um die Schiffsautorität fallen zu sehen, aber ihr Name wird auf jeden Fall weitergegeben werden. Als eine, die, um andere zu inspirieren. Okay, sie trug eine. Oh, was ist hier eine Setzung? Die noch was? Sie trug eine mit Sprengsätzen betüdelte Weste. Hat sich in einigen dienlichen Wachen ergeben. Okay. Ernsthaft. Okay, sie hat ihnen gebeichtet, dass sie zu einer geheimen Terroristenorganisation gehört. Wurde sie schnell ins lokale Security Depot gebracht. Wow. Sie haben sie natürlich vorher nicht durchsucht nach Bomben oder sowas. Nein, nein. Aber so mitgenommen. Deswegen hatte sie die Gelegenheit, während sie dann Freiheit geschrien hat, sich zu detonieren inmitten der Leute. Wow. Was für eine Aufopferung. Die Hall of Records. Hört sich eigentlich so an, als wäre das das, was wir brauchen, ne? Wir suchen hier Aufzeichnungen. Archivist. Ah, was ist das? Ein Besucher? Sagt der alte Mann. Wenn der überrascht zu uns hochschaut. Als ich noch jünger war, war dieser Ort hier immer voll mit Leuten. Jeder wollte über die Helden der Meuterei etwas wissen. Was sie getan haben, damit wir frei sein konnten. Oh, dieser Tag scheint alle zu beschäftigt zu sein. Ich bin nicht zu beschäftigt. Erzähl mir über die großen Helden. Wirklich. Ja, okay. Frank Bradford war derjenige, der quasi hier den ersten Schlag geführt hat. Ja. Und der alte Mann ist hier Feuer und Flamme, aus die Geschichte zu erzählen. Er hat den Oberaufseher getötet. Als die Schiffsautoritäts Fax aufgetaucht sind. Kann ich nicht Fax mit Grobiane übersetzen? Ach, das klingt so komisch. Als die Autoritätsgrobiane auftauchen und Frank wegschleppen wollten, um ihn wegzusperren, hat er sie auch erledigt. Oh, Frank war nicht gerade der geschwächige Typ, aber als er sich entschied zu reden, haben die Leute ihm zugehört. Ja, und nachdem er die weiteren Typen erledigt hat, haben sie noch besser zugehört. Ja, und dann haben sich einige Leute ihm angeschlossen, ziemlich schnell. Ja, sie haben sich die Defiant genannt. Andere folgten einfach seinem Beispiel, haben zurückgeschlagen. Jeder hatte irgendeine Art von, sei jetzt so Regeln mit der Autorität in den damaligen Tagen. Was ist mit diesem Frank-Typen passiert? Sie haben ihn natürlich getötet. Ihn und seine Jungs. Es hat sie aber ziemlich lange gedauert. Sie haben 3 Monate gebraucht, um ihn tatsächlich in die Ecke zu drängen und ihn zu erledigen. Sollte aber noch nicht das Ende der ganzen Sache sein. Sie konnten nicht so tun, als sei das niemals passiert. Und das Feuer wurde angeheizt und hat sich dann ausgebreitet.
Ja, für den einen Kopf, den sie jetzt abgejagt haben, sind zwei nachgewachsen. Joseph Hahn und Edward Williams. Weißt du noch, als ich erzählt hatte, dass Frank nicht so der große Redner war? Naja, Williams war genau das Gegenteil. Ja, wusste nicht, welche Seite einer Waffe man in die Richtung des Feindes stecken sollte. Aber er konnte sich stundenlang auslassen über alles mögliche Zeug, ohne auch nur nach Atem schnappen zu müssen. Okay, also sein Gott. Ja, war auf jeden Fall sehr gut, dann die Leute zusammenzubringen und sie zum Kampf zu führen. Ja, okay, das ist ja alles okay, ja. Ja, was ist mit Harlan? Hat er jetzt gar nicht erwähnt. Hast du Harlan gekannt? Der hat für die Schiffsautorität gearbeitet. Ah, wow. Der Typ war also quasi ein Spion, der eingesetzt wurde, um Bradford und Williams zu beobachten und so weiter und andere subversive Elemente. Aber als er dann quasi selbst gesehen hat, wie die Schiffsautorität die Sache Newton gesegelt hat, hat er die Meinung geändert und die Fronten gewechselt. Ja, und hat dann Frank darüber unterrichtet, was die Schiffsautorität geplant hatte. Als Frank dann getötet wurde, ging Harlan all in. Er hat angefangen, selbst Leute zu organisieren und hat einen guten alten Guerilla-Shit hier abgezogen. Jeder kann mit einer Waffe umgehen. Richtige Taktik, ja, das lernst du nämlich überall, ne? Also hat Frank quasi das ganze Ding gestartet, aber Harlan war derjenige, der die Rebellion abgeschlossen hat. Williams auch, aber man kann eben den Krieg nicht nur mit dem Mund gewinnen. Oder kannst du das? Klar, ich bin ein Persuasionskünstler offensichtlich, das ist meine Klasse, ja, ich kann das. Coole Geschichte, alter Mann, kann ich dich noch was anderes fragen? Wegen der Maschine. Ja, davon weiß ich nichts. Hört sich an wie irgendeine coole Kolonie-Tech. Ja, ein bisschen nützlich für irgendwelche Lotion. Ja, das war nicht besonders ergiebig. Naja, also lore-mäßig schon, aber wurde mir ganz anders. Ich über nachdenke, was wir hier noch alles lesen müssen. Ja, nicht wirklich. Der Gunrunner. Sieht aus wie ein Waffenladen. Das zieht mich natürlich magisch an hier. So, guten Tag. Okay, jetzt zeig mir deine Ware. Ich wollte nicht mal was klauen. Oh, wow. Der hat ja echt neue Sachen hier. Maverick. Pump Action Shotgun. Wie viele Munition? 5 Shells? Krasser Shit, hä? EM Deflector Mark 1 Distortion Field Part. Oh, und hier ist echt ein Distortion Field. Ah. 600. Hätte ich ja schon gerne. Wirklich. So, dann machen wir es so, wir markieren mal. Und du bekommst im Gegenzug hier nur so ein paar Sachen. Ich gehört. Jetzt haben wir sogar noch Geld übrig. Sind nur diese hässliche Jacke mit. Ja, das ist okay, das ist auch okay. Bei der Pistole weiß ich gar nicht, ob wir nicht vielleicht sogar die statt der anderen nehmen sollen. Long barrel pistol with free round internal magazine compared to a pipe pistol. This is high tech. Das stimmt. Es tut mir echt weh, wie viel wir hier immer dafür bekommen, nämlich so gut wie gar nichts. So, wir gehen jetzt ins Distortion-Feld, ne? Ich hätte ja auch diesen coolen Hammer gerne für unsere Nahkämpfer. Pulsgranaten, Assault Armor nochmal. Das finde ich auch sehr nice. Der ist nämlich echt gut, ne? 8, 12, 8. Er hat sogar ein paar Zellen, aber die sind natürlich richtig teuer. 4 Stück.
Ja, und hier die SMG, ne? Raider. Dieses Ding, 1200. Junge, Junge. Naja, ich meine, ist besser als nichts. Sagen wir zumindest ein Distortion Field. Mehr können wir jetzt aber hier, glaube ich, echt nichts machen. So. Das kriegt natürlich wer, ne? Natürlich Thoron, weil er ja ständig drauf geht. Wo ist es denn? Hier ist es. Zack. Upgrade the Gadget? Oh. Gadget Battery. Power Cell Mark 1. Duration 3 Turns. So, wir haben. Das Loot haben wir nicht. Und den haben wir auch nicht. Aber das ist doch schon mal. Ja, nice. Heat Absorber. Okay, ey, wenn sie dieses System noch für alle normalen Waffen machen, dann ist natürlich auch geil. Wenn du verstehst. 12 bis 16. Das sind das Weapon Calls to Mind, the Ancient, bla bla, 9mm, Lord Epicos, Grey, 16%. Das ist halt die Frage, ob wir das oder das hier nehmen. Das ist echt dasselbe. Ach, die ist halt 1000-mal teurer hier. Accuracy 4% und Critical Chance. Ah, okay, deswegen. Nehmen wir doch diese Hightech-Pistole lieber. Ja, die hat nämlich keine Boni dran. Das ist quasi schon was Besseres. Auch wenn er nur 3 Bullets hat. Okay, und dich könnten wir auch nochmal hier aggro. Ja, nochmal das hier mit. So, dann verkaufen wir noch was, habe ich gehört. Nicht das Ding hier. Der hat halt dafür, dass er echt okay ist, keine so großen Penalties hier, ne? Sneak Penalty. Evasion. Keine Sneak Penalty. Keine Sneak Penalty. Das ist gar nicht schlecht. So, warte mal. Dann zieht ihr doch dieses Ding hier an, lieber. So. Ist zwar ein bisschen leichter, aber du bist ja die Sneakfrau eigentlich. So. Ja, dann machen wir nächste Folge weiter, schätze ich. Da ist auch nochmal ein Laden. Das ist die Medbay. Ich wünsche, dass wir hier nicht klauen können. Bin etwas verwirrt. Ich merke dir das hier, ja. Noch ein Motor Cortex wäre hier drin und eine Exosprine theoretisch. Wir haben noch 2 davon. Adrenalin wäre auch nochmal nicht schlecht, aber. Naja, nächstes Mal dann, ne? Gucken wir uns hier noch weiter um und werden wahrscheinlich eine ganze Menge noch lesen müssen. The Burning Heart hört sich nach einem Ort an, den wir besuchen sollten. Es gibt doch bestimmt noch irgendwo einen Panzerungshändler hier. Naja, schauen wir uns das Ding nächstes Mal an hier. Ciao, ciao. Euer Thorn.